Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Schlank ist gesund. Oder nicht? Was ist schlank? Was ist mager? Ist das eine Geschmacksfrage oder ist das womöglich eine Frage der Gesundheit? Damit beschäftigen wir uns heute. Wir beschäftigen uns nämlich mit dem Thema Magersucht, mit dem Thema Anorexie. Was steckt dahinter und wie geht man mit dieser Krankheit um? Bei mir ist Dr. Bianca Schwennen. Sie ist leitende Oberärztin in der Klinik für Akutpsychosomatik an der Mediklin SEPA-Klinik in Bad Bodenteich. Schön, dass Sie da sind, Frau Dr. Schwennen. Ja, guten Tag, ich freue mich, hier zu sein. Sagen Sie mir, erkennt man Magersucht am Gewicht? Primär nach außen sichtbar erkennt man Magersucht am Gewicht. Ja. Wichtig ist natürlich zu gucken, was steckt hinter diesem sichtbaren niedrigen Gewicht. Genau, darüber werden wir gleich noch sprechen. Aber viele sagen ja doch, guck mal, das Mädchen da hinten ist so schlank, also vorzugsweise Mädchen. Oh, die ist so dürr, die ist bestimmt magersüchtig. Haben solche Leute immer recht? Ich sag mal, in den meisten Fällen ja. Ja. Gibt es da eine Grenze? Eine Grenze des Body Mass Indexes sozusagen? Ja. Die Definition der Magersucht ist die, es ist bewusst herbeigeführtes Untergewicht durch restriktives Essen. Patienten essen bewusst wenig. Definiert wird die Magersucht nach einem bestimmten Body Mass Index, BMI, der liegt unter 17,5. Man sagt 15% unter dem eigentlich zu erwartenden Gewicht, abhängig nach Größe, nach Geschlecht. Genau, was da ja beginnt die, da beginnt die Magersucht, genau. Bei Männern und bei Frauen. Wenn Sie jetzt sagen unter 17,5, ich habe das mal ausgerechnet, das bedeutet, wenn die Person 1,70 groß ist, habe ich mir aufgeschrieben, sind das weniger als 50 Kilo. Ja, ja. So ungefähr. Oder wenn sie 1,60 groß ist, dann sind das weniger als 45 Kilo. Das ist dann schon auch als Schlankheit sichtbar. Man sagt ja auch, dass es nicht nur das Gewicht ist, woran man erkennen kann, dass jemand diese Essstörung hat, sondern dass es vielleicht auch so zu tun hat mit anderen Dingen. Also sind solche, wenn wir mal bei Mädchen bleiben, sind die dann, ist das ein bestimmter Mädchentyp oder sind die häufig krank oder was beobachten Sie dann da noch als Kennzeichen? Ja, es ist wichtig, dahinter zu gucken. Eine große Rolle spielt heute unser sogenanntes westliches kulturelles Schlankheitsideal. Wie Sie auch eingangs gesagt haben, schlank ist schön, schlank ist doch gesund. Man muss nur die Relation im Auge behalten. Mhm. Und gerade bei magersüchtigen Mädchen kann man nicht sagen, ach, sie muss nur mehr essen, dann ist schon alles wieder gut. Häufig steckt dahinter Suche nach einer verlorenen oder einer Identität, die Betroffene gar nicht hat. Die sie erstmal wiederfinden muss. Häufig ist da ein Konflikt zwischen Abhängigkeit versus Autonomie. Ein Stück weit erwachsen werden. Häufig beginnt es, es sind einschneidende Lebensphasen, zum Beispiel Beginn des Studiums, das Abitur gemacht, Auszug, Umzug, das erste Verliebtsein, vielleicht auch bei jüngeren Betroffenen, Scheidung der Eltern, Trennung der Eltern. Und dann wird dieser Konflikt quasi umgewandelt oder wird sichtbar in der Essstörung, in dem Verhungern. Ja, Sie sprachen eben gerade von dieser Wechselwirkung Anziehung, also Nähe und auf der anderen Seite autonom und selbstständig sein wollen. Können Sie uns das nochmal ein bisschen näher erklären, wie man das verstehen kann? Vielleicht an einem Beispiel von so einem Mädchen? Zum Beispiel ein,
ein sehr behütendes Elternhaus, aber auch typisch oder häufig ein Elternhaus, in dem Konflikte nicht angesprochen werden. Also wo Konflikte unter den Tisch gekehrt werden, es nicht ausgesprochen wird. Und da entsteht so ein Kampf, Autonomie, Abhängigkeit. Ist Voraussetzung, dass auch die Mutter schon schlank ist? Also dass das Thema Verzicht auf Essen in der Familie ein Thema ist? Es ist sicherlich ein Thema, das Essverhalten in der Familie spielt eine Rolle. Kinder werden geprägt durch das Essen. Ansprüche der Eltern, der Mutter, ich würde es aber nicht überbewerten. Ja. Nun sagen Sie ja immer, man muss gucken, was dahinter steckt. Mhm. Und da kann man dann vielleicht bei der Krankheit helfen oder man kann sie vielleicht sogar heilen. Wie machen Sie das denn, dass Sie gucken, was dahinter steckt? Also was können Sie tun für Patientinnen oder auch Patienten, die zu Ihnen kommen? Ich glaube, eine große Rolle oder Vermittler ist auch der Hausarzt, ja, der so eine Art Früherkennung oder Screening durchführen kann, also so erste Anzeichen entdecken kann. Und das ist neben dem Gewicht auch, dass Patienten mit Gewichtssorgen kommen. Sie haben Angst, übergewichtig zu sein, zu viel zu wiegen, obwohl sie eigentlich ein vollkommen normales Gewicht haben oder vielleicht schon weniger wiegen, als sie sollten. Mhm. Betroffene berichten von wiederholten Diätversuchen. Viele Jugendliche, auch Betroffene von 10, 12 Jahren, haben heute schon Diäten gemacht. Typischerweise berichten Patienten über Beschwerden im Magen-Darm-Bereich. Dafür wird kein körperlicher Befund gefunden. Auffällig ist natürlich wiederholtes Erbrechen. Mhm. Auch der Zahnarzt kann zum Beispiel durch Zahnschäden auffällig werden. Mhm. Bei Kindern und Jugendlichen Wachstumsverzögerung und Zyklusstörung, zum Beispiel auch die ausbleibende Regelblutung. Mhm. Also das sind Anzeichen, die auf eine beginnende Magersucht hinweisen können und wo wir hellhörig werden sollten. Und wenn wenn dann so ein Patient zu Ihnen kommt, was können Sie tun? Was für Therapien bieten Sie an? Mhm. Häufig kommt der Patient eben über den Hausarzt oder Eltern machen sich große Sorgen oder Angehörige der Partner. Klassisch ist die stationäre Behandlung. Und wir bieten den Patienten, ich nenne es mal drei Säulen, einmal ein Ernährungskonzept, also das Essverhalten normalisieren. Auf der anderen Seite aber auch das Therapeutische. Was steckt dahinter? Was steckt hinter dem krankhaften Essverhalten? Was ist auslösend? Was ist aufrechterhaltend? Geschaut wird, wie kann ich rangehen? Wie kann ich zum Beispiel Konflikte lösen? Wie kann ich Perspektiven für die Zukunft entwickeln? Das sind so zwei Säulen und die werden begleitet von Therapien, sei es Musiktherapie, Kunsttherapie, ganz wichtig die Körpertherapie, um wieder ein gesundes, normales Verhältnis zum Körper zu bekommen. Ja. Wie sieht das aus, diese Körpertherapie? Wie stelle ich mir das vor? Ja, ganz wichtig ist eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Patient und dem Körpertherapeuten. Und der Patient wird langsam wieder mit seinem Körper konfrontiert. Vor einem Spiegel zum Beispiel? Vor einem Spiegel zum Beispiel, dass das Genende,
einfache Übungen sind zum Beispiel, dass Patienten sich zunächst erstmal wieder im Spiegel betrachten können und dort auch von Anfang an nicht direkt der ganze Körper, das ist auch sehr schamhaft besetzt. Man fängt vielleicht an mit dem Gesicht oder Hände, Arme, also um langsam wieder einen Zugang zu finden. Also die sogenannte Spiegelkonfrontation. Im weiteren Verlauf werden dann auch Videoaufnahmen gemacht, aber auch zunächst an ausgesuchten Körperstellen, zum Beispiel die Schulter oder der Arm, um langsam wieder einen Bezug zu bekommen und irgendwann der komplette Körper. Mhm. Und das muss sehr behutsam gemacht werden, weil diese Aufnahmen eben entkleidet gemacht werden. Ja, ja. Das ist dann sicherlich auch schwer, erstmal für die Patienten natürlich zu kommen. Natürlich. Was mich noch sehr interessieren würde, Ihre Patienten bleiben ja verhältnismäßig lange, 12 Wochen, hatten Sie mir erzählt, oder auch 16 Wochen. In der Zeit machen Sie ja auch eine Ernährungstherapie. Mhm. Da hatten Sie mir erzählt von verschiedenen Konzepten, von einem Stufenplan, von betreutem Essen. Ja. Könnten Sie das noch ein bisschen erklären? Ja, gerne. Eine ganz wichtige Säule ist die Ernährungsbegleitung. Und ich glaube, was für Patienten ganz wichtig ist, eine enorme Unterstützung, ist ein Bezugsernährungstherapeut. Also eine Ansprechperson. Genau, eine Ansprechperson, die Patientin über die Zeit des Aufenthaltes begleitet. Mhm. Von Anfang an wird ein Ernährungsplan gemacht mit dem Patienten, der auch Sicherheit den Patienten gibt. Die Mahlzeiten sind anfangs komplett betreut von den Ernährungsassistenten. Das ist erstmal ungewohnt. Also die 3 Hauptmahlzeiten, dann 2 Zwischenmahlzeiten, vormittags, nachmittags, je nach Gewichtszunahme, die sich im stationären Bereich um 500, 700 Gramm pro Woche beläuft, wird der Plan dann angepasst, anfangs noch erhöht. Dann bekommen die Patienten am Ende einen Halteplan, mit dem sie dann auch ihr Gewicht halten sollen. Ja, das ist der sogenannte Stufenplan. Ja. Und zusätzlich, ja, auch ganz wichtig für Patienten, praktische Übungen, zum Beispiel die Leerküche, dass zusammen gekocht wird, gebacken wird, Einkaufstraining, wie kaufe ich überhaupt ein? Ja. Das haben die Patienten vollkommen verloren. Ja, weil sie kein Verhältnis mehr zum Essen haben dann, ja. Ja, ja, es wird in Kalorien gedacht. Was gehen Sie auch mit denen ins Restaurant? Ja, Restaurant trinken oder zum Beispiel ein Eis gemeinsam essen, Grillabende in der Klinik. Mhm. Also das Praktische gehört dazu, um wieder ein normales Essverhalten zu bekommen. Mhm. Kann man Anorexie grundsätzlich heilen oder gibt es da auch eine Grenze? Gibt es leichte Fälle, schwere Fälle? Es gibt leichte und schwere Fälle. Ja. Ich würde sagen, eine Anorexie ist behandelbar und zum großen Teil auch heilbar. Man sagt, so 50% der Betroffenen werden komplett geheilt. Mhm. 20% haben einen chronischen Verlauf und auch noch heute gibt es Sterberaten der Anorexie von 10%. Mhm. Was ja immer noch viel ist für eine Krankheit. Was noch sehr viel ist. Ja. Sie nehmen ja auch Patienten auf, die einen sehr niedrigen BMI haben, tatsächlich. Das macht ja auch nicht jede Klinik, sondern bei Ihnen, Sie hatten mir erzählt, dass Sie durchaus auch Patienten haben, die einen BMI haben von 11, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt ja. 11 wäre, auch das habe ich mir vorher ausrechnen müssen, über 1,70 wären das 32 Kilo. Ja. Das kann man ja in einer Einrichtung, die einen Reha-Charakter hat, gar nicht mehr wahrscheinlich bewältigen, sondern das ist schon ein richtiges Krankenhausumfeld dann, oder? Ja, es ist in einem Krankenhausrahmen und bei diesem Patienten wird auch anfangs
mehr auf die Ernährung und das Essverhalten, dieses zu stabilisieren, geachtet. Das Therapeutische ist erst im Hintergrund, kommt dann langsam dazu. Diese Patienten brauchen eine enge ernährungsmedizinische Betreuung, eine Betreuung von ärztlich-therapeutischer Seite. Das heißt, sie werden täglich gesehen in Visiten. Der Arzt sieht sie, um Laborwerte zu kontrollieren, um einen Ultraschall vom Herzen zu machen, um sich die Organe anzuschauen, weil natürlich auch diese Patienten schon Folgeerkrankungen der Anorexie mitbringen. Ja, die Sie ja vorhin schon genannt hatten. Und wie lange bleiben die bei Ihnen dann? Lange Zeit. Also ich sage mal, diese Patienten können dann auch bis zu 5, 6 Monaten bleiben. Ja. Manchmal ist es auch wichtig zu schauen, ob man zwischendurch eventuell eine Pause macht. Das für Patienten schon schwer ist, wenn sie mit einem BMI von 10, 11 kommen und das untere Normalgewicht erreichen sollen, das über so einen langen Zeitraum durchzuhalten. Und jetzt ganz grundsätzlich, wenn die Therapie bei Ihnen vorbei ist, helfen Sie dann dabei, auch eine Nachsorge zu finden, einen niedergelassenen Psychotherapeuten, was ja, weiß Gott, nicht einfach ist, ja, normalerweise? Ja, die Nachsorge, die Sie ansprechen, ist etwas ganz Wichtiges, da diese heute noch sehr schwierig ist. Also von Anfang an wird geschaut, gemeinsam nach ambulanter Psychotherapie oder einer Selbsthilfegruppe oder Beratungsstellen, wie es ja auch in Hamburg gibt, die Anbindung an einen Arzt, der sich auskennt mit dem Krankheitsbild, auch damit umgehen weiß, insbesondere regelmäßige Gewichtskontrollen, eine Anbindung an die Ernährungstherapie. Und das erfolgt eben auch über unseren sozialmedizinischen Dienst. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für dieses Interview. Sehr gerne. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/Nachtvorlesungen und auf YouTube. Werden Sie gesund.